Hi, herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute ist Montag, wie du siehst. Ich bringe dir diese zwei wundervolle Herzen mit. Einmal im Rot und einmal im Rosa. Und zwar eine neue Serie von mir. Also immer montags Feuer und Flamme. Wir schauen jetzt, wie euch das gefällt. Wenn euch das gefällt, wird es auch immer mehr. Vielleicht werde ich auch von anderen Tagen benutzen oder machen. Wir machen eine kleine Neunerlegung, also für deine Zwillingsflamme, für dein Twin Flame, was jetzt so aktuell seine Gedanken, seine Gefühle und der Richtung in deine Richtung, was sind die Tendenzen, wie sind die Energien täglich, also deswegen Feuer und Flamme, also deswegen auch Rot, ja, Feuer, Feuer, deine Zwillingsflamme, eine kleine Neunerlegung. Also verwende ich hier die Lemon-Karten, schreibt doch ruhig in die Karte, in der Kommentare, wie es euch gefallen hat, ja, die Feuer- und Flammenlegung. Wenn euch das wirklich super gut gefällt, dann werde ich das, also wie gesagt, des Öfteren praktizieren, Feuer und Flamme. Das ist, hört sich auch wirklich mega an. Jetzt gehen wir zu deiner Seite. Das ist dann auch so ein bisschen Spiegelung. Kannst du auch schauen, wie weit deine Flamme ist, wo du jetzt momentan aktuell bist und wo du noch was verändern kannst. Also so aktuelle Tagestendenz. Und ich freue mich. Ja, Feuer und Flamme. Ich bin mit Feuer und Flamme für dich dabei. Und schön, dass du dabei bist. Natürlich kannst du auch gerne dieses Video teilen und kannst du auch natürlich, ja, wow, guck mal. Also du hast hier schon wirklich einen Brief dabei und natürlich ziehen wir auch jeweils eine Karte aus dem Drachenkraft. Also einmal für deine Twin Flame oder Zwillingsflamme und einmal für dich, ja. So, was euch verbindet, also der Feuer verbindet euch, der Drachenfeuer, und wir schauen auch, welche, wirklich welche, wie soll man das sagen, welche, na, aufgestiegene Meister euch denn begleitet, was sollt ihr denn an dem Tag auch wirklich vielleicht das Thema anschauen. Yes, 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 was euch verbindet, Rückzug in die Natur, natürlich, wir hatten ja auch einen heftigen Vollmond, also es kann auch sein, natürlich, dass du das auch besonders oder verstärkt spürst, ja, also Rückzug in der Natur, was euch verbindet, Drachenfeuer, ich lasse mich von kraftvollen Feuer meine Drachenfreude durchströmen, ja, also für deine Zwillingsflamme, also sind hier Herzenswege, Entscheidungen, was sie bewegen. Guck mal, das steht auf dem Kopf, die Sehnsucht und der Fuchs. Der Fuchs, also die Enttäuschungen gehen langsam raus, aber auch der Sehnsucht wird weniger. Also ich kann euch so viel dazu sagen, denn Sehnsucht ist immer etwas, dass man etwas sucht, was man nicht hat. Also es ist immer mit einem Mangel verbunden. Das sind so in seinen Gedanken, ja. Aber in Gefühlen kommt eine tiefe, tiefe, unglaubliche Treue und ja, aber auch die Verletzbarkeit, die Verletzlichkeit. Was sehe ich denn hier? Und die Blockade im Herzen geht raus. Also das finde ich großartig. Und wie geht es weiter bei deinen Zwillingsflammen? Auch er guckt jetzt auch nicht mehr genau hin. Also er kommt ins Fühlen. Also fühlen ist immer halt, wie du siehst, also fühlen ist immer der Mond. Also er geht in der Tiefe und zwar bei Mutter, Gattin, Schwester, Tochter, also Lady, Nada, also Mutterthemen, ne, weibliche Themen. Und es kommen Veränderungen, ich bin bereit für Veränderungen, denn dadurch wachse ich und erweitere mein Sein. So, also der Drachenfeuer verbindet euch und der Rückzug in die Natur, der grüne Mann, das solltet ihr wirklich machen. Für dich kommt also sehr viel, also Kommunikation wirklich, das ist wirklich wichtig, was dich hier bewegt, also auf Gedankenebene, also eine seelische Tiefe, du denkst auch wirklich seelisch, aber du denkst auch wirklich verletzlich. Vielleicht hat deine Seele auch noch einige Verletzungen erlitten. Es kann auch sein, dass es auch wirklich da noch bestimmte Schmerzen oder Enttäuschungen da sind. Also im Herzen hast du die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Im Herzen trägst du aber wirklich auch eine Maske. Du hast zwar was erkannt, so ein tiefes Erkenntnis ist da, aber trotzdem bist du im Herzen nicht ganz ehrlich mit dir und deine Kraft geht so ein bisschen raus. Ich habe das Gefühl, dich verlässt so ein bisschen die Kraft und zwar deine Basis. Du bist aus deiner Basis gekommen und vielleicht bist du auch zu viel im Außen, zu viel in der Öffentlichkeit, zu viel. Und dazu sollst du also mehr Wasser auch trinken, damit sich dein System auch wirklich mehr entgiftet. Und du sollst auch mutiger sein, also mit Yang-Energie, männliche Energie. Ich ehre und aktiviere jetzt verstärkt die männliche Kräfte und Bedürfnisse in mir. Das war jetzt die Feuer- und Flamme-Legung. Schreib auch gerne in die Kommentare, wie es dir gefallen hat. Ich werde das jetzt immer montags machen. Kann auch sein, dass ich das auch auf einen anderen Tag verlegen werde. Aber erstmal so, also ich möchte auch mal schauen, wie es bei euch ankommt. Natürlich freue ich mich auch über eine persönliche Legung. Ihr findet das alles auf meiner Webseite, also Linktree findet ihr unter dem Videobeschreibung. Und natürlich auch mit deinem persönlichen Coaching bin ich auch für dich da. Ich danke dir und bis ganz bald.